Hey Leute, ich bin's wieder, euer Icy und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Angel News. Leute, was war das wieder für eine Woche? Unglaublich, wirklich unglaublich. Wir hatten ein paar richtig geile Highlights auf dem Kanal. Der Bros of Talk, falls ihr den noch nicht gesehen habt, schaut euch den auf jeden Fall nochmal an. Die aufkommende Legende Brozef am Start. Der könnte jetzt sogar schon fast die 100.000 Abonnenten geknackt haben. Falls das der Fall ist, dann herzlichen Glückwunsch an der Stelle auf jeden Fall. Ansonsten war ich leider nicht am Wasser. Ich weiß nicht, ob ihr am Wasser gewesen seid. Ich war es nicht, bin also immer noch Schneiderdent. Aber es kann sein, dass ich im Laufe der Woche noch irgendwie ans Wasser komme. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr, sehr nice. Dann kurze News vorweg. Angler in Schleswig-Holstein haben 1 Million Jungaale ausgesetzt, um den Bestand des Aals weiterhin zu sichern. Und wir haben mal wieder den End of Fish Day erreicht. Das heißt, in Deutschland haben wir seit dem 29.02. unsere eigenen Fischprodukte komplett aufgebraucht und können jetzt nur noch sozusagen von Fischimport leben, wenn es wirklich statistisch darum geht, weiterhin von eigenem Fisch zu leben. Der End of Fish Day, immer wieder eine ganz interessante Sache und daran erkennt man erstmal gut, wie viel Fisch eigentlich auch jetzt gefangen wird. Wir dürfen auch immer nicht vergessen, dass Fisch auch einfach das meist gefangene Wesen ist auf diesem Planeten. Ist wirklich heftig. Ist wirklich, wirklich, wirklich heftig. Ansonsten hoffe ich, dass es euch gut geht. Wir haben noch viele andere News hier heute und in diese Themen gehen wir jetzt einfach mal rein. Babskieski ohne Partner, Sportex mit Verstärkung, Bieder- und Schlippermesse in Bremen, Spinrite Shop nimmt Abschied, das Renaturierungsgesetz wird gebilligt und die Köderleaks dieser Woche. Und falls auch du immer auf dem neuesten Stand der Angelszene sein willst und keine Folge Angel News mehr verpassen willst, dann lass jetzt ein Abo da und sei immer live dabei, wenn es heißt Angel News. Alles rund ums Angeln. Oder falls dir das Ganze gefällt, dann lass doch einfach einen Daumen nach oben da, denn das ist für dich nur ein Klick und für mich ein riesengroßer Support. Ich bedanke mich bei allen Supportern jeglicher Art. Ohne euch keine Angel News. Starten wir heute mit Babs Kieski, denn Babs hat ein Mega-Announcement gemacht vor ein paar Tagen, in dem sie sagte, ey, ich habe heute wichtige News. Daraufhin hat Babs dann im Laufe des Tages ein Instagram-Reel gepostet, was ich euch gerne hier jetzt kurz zeigen möchte. Da dachte ich schon so, okay, was ist los? Und dann, Alter, krass, okay, Mad Cat. Okay, dachte ich so, er ist neu, okay. Was ist da los? Ja. Abogas. Sie hat zeigt ihre alle Partner, mit denen sie mal zusammengearbeitet hat, zeigt sie auf und am Ende ein weißes T-Shirt. Also Babs sozusagen jetzt partnerfrei, Leute. Babs jetzt sozusagen partnerfrei. Und dann hat sie auch noch später, einen Tag später, ein Post gedroppt, wo sie sagt, ein neues Kapitel beginnt. Und sie braucht unsere Hilfe. Wir sollen unsere Lieblingsangelmarken in die Kommentare hauen, von denen wir glauben, dass sie die tollsten Produkte im Raubfisch- und Karpfenangeln-Sortiment haben. Denn sie weiß noch nicht, wohin ihre Reise geht. Und das finde ich gar nicht mal so schlecht. Manchmal weiß man einfach noch nicht, wo die Reise hingeht. Und dann muss man sich vielleicht einfach mal treiben lassen und gucken, was kommt. Und auch so einfach mal so einen Post rauszuhauen und sagen, ey Leute, ich bin gerade sponsorfrei. Ne? Schaut mal, vielleicht habt ihr Bock, mit mir zusammenzuarbeiten. Und eine Babs Kieski, ich denke mal, mit der möchten sehr, sehr viele Leute zusammenarbeiten. Ich bin gespannt, wohin ihr Weg da geht. Ansonsten, was kann ich auch empfehlen, ne? Sponsorlos durch die Gegend zu laufen, ist auch eine ganz nice Sache. Ist auch eine ganz nice Sache. Ich spreche aus Erfahrung. Ich wünsche Babs natürlich alles, alles Gute für die Zukunft und ich hoffe, dass sie da schnell ihren Weg findet, worauf sie auch Bock hat. Und wir werden hier natürlich berichten, wo der Weg von Babs lang geht. In dem Sinne, alles, alles Gute, Babs Kieski. Hat
Patrick Manfraß, a.k.a. Seatrout Diary, hat letzte Woche verkündet, dass es endlich sozusagen official ist. Und SpotX hat ihn offiziell im Team begrüßt. Also SpotX hat sich verstärkt mit einer absoluten Meerforellen-Legende, der Silberbarren-Hunter himself, Patrick Manfraß, fischt jetzt unter den gelben Engeln von SpotX. In dem Sinne, alles, alles Gute euch beiden weiterhin. Leute, nachdem man letztes Jahr noch einen Nachfolger der Stipper-Messe gesucht hat, ist es endlich soweit. Es wurde alles soweit geklärt. Und am 3. März 2024, also diesen Sonntag, Leute, diesen Sonntag ist es wieder soweit. Die Fieder- und Stippermesse geht in die nächste Runde auf 5000 Quadratmeter in der Messe Bremen-Halle 6, 9 bis 15 Uhr, 6 Euro Eintritt. Eine Messe für den Friedfischangler, alles zum Stippen und Fiedern. Also, wer Bock darauf hat, let's go, ab nach Bremen. I'm too say goodbye. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Vishy gare se vare se gare je vore. Leute, wenn ihr zu dem Zeitpunkt überhaupt noch diesen Bericht seht, weil ich gesungen habe, dann habt ihr genau diesen Schmerz, den ich empfunden habe, als ich diese Nachricht gelesen habe. Spin Right Shop liest und hauen deswegen ein 40% Rabatt raus. Falls ihr noch was im Shop findet, dann jetzt ran. Es ist einfach unglaublich. Diese familiäre Familie, die ich kennengelernt habe über Events, über Angelmesse Berlin, über Kontakt per WhatsApp, Telefon etc., Instagram-Nachrichten, muss ich einfach sagen, dass es sehr, sehr schade darum ist. Nach über 4 Jahren Schweiß und Arbeit müssen sie leider aufgeben. Das Ganze ist ja halt doch einfach nicht so leicht, denn sie schreiben selber, wir schaffen es einfach nicht mehr, in dem Online-Dschungel mitzuhalten. Sie sagen auch, es war eine sehr schöne Zeit mit vielen neuen Gesichtern und eine Menge Erfahrung, doch dieser Weg ist leider zu Ende. Ein fettes Danke an alle diejenigen, die uns immer unterstützt haben, und wir sind ja nicht aus der Welt. Davon gehe ich auch mal aus, dass man sich auf jeden Fall so auf jeden Fall mal sieht. Ich vielleicht sogar noch bei der Baitzone mitwirkt, falls diese jetzt in Berlin noch stattfindet, ob die von irgendwen anders weitergeleitet wird oder ob sich da irgendwer anders noch hinterherhängt. Ich bin gespannt, denn die Baitzone war wirklich ein sehr, sehr starker Vorteil für kleinere Händler auf der Angelmesse in Berlin. Nichtsdestotrotz, Leute, eine sehr, sehr traurige Nachricht, und ich denke, ihr seid genau so traurig darüber. Spinrite Shop, RIP 2024, alles, alles Gute für die Zukunft, und wir bleiben in Kontakt. Leute, jetzt wird's mal wieder politisch, und jetzt braucht ihr auch nicht direkt wieder abschalten, denn es ist vielleicht andere Politik, als ihr letzte Woche erwartet hättet. Europaparlament billigt nämlich das Renaturierungsgesetz. Das Europäische Parlament hat das umstrittene Renaturierungsgesetz gebilligt. 329 Abgeordnete stimmten in Straßburg mit Ja, und es gab 275 Stimmen dagegen und 24 Enthaltungen. Die Zustimmung waren relativ ungewiss, da Landwirte als auch Politiker gegen das sogenannte Gesetz zur Wiederherstellung der Natur protestiert hatten. Damit das Ganze jedoch in Kraft treten kann, fehlt noch die Billigung der Regierung,
der EU-Länder. Mit diesem Gesetz will die Europäische Union die Umweltzerstörung in den Mitgliedstaaten zurückdrehen oder entgegenwirken und es verpflichtet die Länder bis 2030, also 2030, mindestens 20% der Flächen und Meeresgebiete wiederherzustellen und bis 2050 alle bedrohten Ökosysteme. Darauf hatten sich die Abgeordneten im November mit den Vertreterinnen und Vertretern der Mitgliedstaaten geeinigt. Ich bin gespannt, ob diese Billigung durch die Regierungen der EU-Länder noch zustande kommt. Wir werden auf jeden Fall weiter darüber berichten, wenn es da weitergeht. Natürlich hier nur in den Angel-News. Leute, es ist wieder soweit, Köder-Leaks-Time! Und wir starten mit dem neuen Nath Craw. Nath hat einen neuen Concept-Art gedroppt, Leute, indem sie die neue Craw zeigen. Sie arbeiten an einer neuen Craw, wann die rauskommt und wann das Ganze in Laden existieren wird, etc. Gibt's noch nicht, aber das ist erstmal der Leak, aktuelle Leak von Nath, die neue Craw. Wir haben über die Banane schon von der Angelmesse Duisburg berichtet. Da haben wir auch ein langes Interview mit Kevin von Probates gehabt. Könnt ihr euch gerne nochmal reinziehen. Und jetzt kann man die Banane vorbestellen. Tumbling Banana. Sieht für mich richtig nach einem mächtigen Köder aus. Ich bin sehr gespannt. Jetzt vorbestellen und die Auslieferung findet bis zum 15. April statt, Leute. Und wenn man das macht, steht dabei, also bei Vorbestellung pro Kunde ein Gratis-Spoon. Das ist mal ein fairer Deal. Und die Spoons sind geil von Probates. In dem Sinne, Leute, viel Spaß mit der Banane und ich will auf jeden Fall auch eine haben. Auch Fishing Tackle Max hat sich zu Wort gemeldet und schreibt, im Februar sind einige Neuheiten von Fishing Tackle Max auf den Markt gekommen und auf der Webseite von Fishing Tackle Max im Bereich News Produktneuheiten könnt ihr das Ganze euch angucken. Neuheiten im Februar 2024. Ich will hier diese Fahne haben, die da ist. Seht ihr diese Fahne? Da, die steht da so. Wir sind Angeln, die will ich haben. Die stelle ich mir so hinten hier ins Studio rein. Fishing Tackle Max. Geil, Mann. Die nehme ich. Die nehme ich. Und am Ende der Köder-Leaks gibt es noch den M2 Emerald von Maleo Bates. Ein Gummi, der nur für ganz limitiert auf den Markt kommt zum Testen, Leute. Also checkt ruhig mal den Shop von Maleo Bates aus, falls euch die Farbe anspricht. Sehr, sehr glitzergrün, wirkt sehr natürlich. Mit roten Flocken, sehr, sehr interessanter Köder. Einfach mal auschecken, falls euch das gefällt. Der M2 Emerald, Leute, von Maleo Fishing. Kommen wir zum Giveaway dieser Woche, Leute. Und wer gewinnt die glorreiche Scale von mir? Erst von der Weg, es gab ein paar Fragen, wo ihr das Ganze erwerben könnt. Ich verkaufe die Scale selber nicht. Ich mache sowas nicht. Ich werde keine Köder oder sowas in der Art verkaufen. Ist mir alles zu stressig und sowas alles. Also falls ihr die haben wollt, könnt ihr ja mal bei Custom Fishing Scales nachfragen, falls ihr genau diese Scale haben wollt. Aber ihr könnt euch da auch eure eigene Scale kreieren, falls ihr das machen wollt. Und natürlich war der gesuchte Fisch der Döbel. Und ich bin mal gespannt, wer diese Frage richtig beantwortet. Burgner Fischer. Burgner Fischer. Grias die Eisi. Wieder ein tolles Video. Hoffentlich nächste Woche ohne Schmerzen. Also gute Besserung. Und der gesuchte Fisch ist natürlich der Eitel. Der Eitel heißt, ist glaube ich der Döbel in Österreich oder so, ne? Ich glaube irgendwie so war das. Ich guck mal gerade. Da müsste der Kommentar ganz oben sein. Der Eitel oder auch Döbel genannt. Genau. Genau. Burgner Fischer, hier hat er es noch genannt. Oder auch der Döbel genannt. Herzlichen Glückwunsch, Burgner. Herzlichen Glückwunsch. Du gewinnst die Scale, Burgner. Du gewinnst die Scale. Schicke ich dir zu. Schicke ich dir zu. Schreib mir eine Mail an die unten in der Infobox. Steht eine E-Mail-Adresse. Da schickst du mir deine Adresse hin und dann schicke ich das Giveaway, denke ich, schon nächste Woche los. Und jetzt gehen wir zum Giveaway dieser Woche. Da kommen wir auch schon zum Giveaway dieser Woche. Und heute habe ich, falls ihr das Unboxing noch nicht gesehen habt, heute wird es ein bisschen küchenlastig, denn heute könnt ihr was für euren Fischfang gewinnen, für eure Zubereitung. Wir haben nämlich von Tasted Toto, von Toddy, Outside Barbecue, hau ich euch zweimal den Rub raus, Leute. Zweimal den Rub könnt ihr gewinnen. Rub grätenfrei, Barbecue-Zirkus Handmade.
In der Würzmischung Grätenfrei haben wir beste mediterrane Kräuter mit würzigen Fenchel, Limetten kombiniert, ob Hecht, Forelle, Scholle, Rotbarsch, Karpfen, Zanderlachs. Mit Grätenfrei verfeinern Sie Ihren Lieblingsfisch mit einer frischen Geschmacksnote und einem Hauch von Chili. Also, ne, das könnt ihr gewinnen. Und falls ihr dann das Unboxing gesehen habt, hat mir Toto noch einen Haufen von Turbobaits, Leute. Warum ist dieser komische Rahmen da noch da? Also, von Turbobaits mitgegeben. Und da mache ich euch auch ein Paket fertig mit so hier Mini-Flossen, hier gelb, pinken kleinen Mini-Würmern, graue kleine Mini-Würmer. Da werden auch kleine Krebse irgendwo dabei. Hier Krebse. Ich mache euch ein Paket fertig. Und dabei bekommt ihr auch noch den Dödel auf Döbel. Den Dödel für Döbel. Ne? Packe ich euch auch noch ins Paket fertig. Also da mache ich euch auf jeden Fall ein Paket fertig. Rub, Turbobaits und den Dödel auf Döbel. Ne? Und dabei schreibt ihr mir einfach jetzt nichts raten oder sonst irgendwas. Schreibt mir einfach mal euer Lieblingsrezept für Forelle. Wie esst ihr die Forelle am liebsten? Schreibt ihr mir mal unten in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Würde mich mal interessieren, Leute. Auf jeden Fall. Brennzeit, nur noch 2 Wochen, Leute. Ne? Aber jetzt erstmal die Ab. Leute, das war sie, die Angel-News dieser Woche, Leute. Nur noch 2 Wochen, bis die Forelle aufmacht. Und ich habe schon richtig Bock. Vorher will ich aber unbedingt nochmal einen ersten Fisch nach der Schonzeit. Oder vorher will ich aber unbedingt nochmal den ersten Fisch in diesem Jahr fangen. Und ich hoffe nicht, dass der erste Fisch dieses Jahr eine Forelle wird. Ich habe noch nie so lange gebraucht, um den ersten Fisch im neuen Jahr zu fangen. Muss ich wirklich sagen. Ich bin immer noch Schneiderdent. Schneiderdent, Schneiderdent. So ist das halt. So ist das halt. Ey. Aber mal gucken, wann ich ins Wasser komme. Und dann werdet ihr es auf jeden Fall erfahren, sobald ich einen Fisch gefangen habe. Auf Instagram natürlich. Oder in einem Video, was ich dann dafür für euch vorbereite. Ja. Leute, ich hoffe, euch geht's gut da draußen. Falls ihr noch kein Abo da gelassen habt, lasst ein Abo da, Leute. Lasst ein Abo da. Einen Daumen nach oben würde ich mich auch sehr freuen. Für nächste Woche ist was Cooles Neues geplant. Ich plane mit Max nämlich ein Format im Livestream. Wir bewerten dein Angelvideo. Besonders für Newcomer etc. Ich mache noch einen Aufruf auf Instagram. Aber ihr könnt mir eure Angelvideos zuschicken. Oder ihr schickt mir irgendwelche Angelvideos zu, die wir bewerten sollen. Und dann reagieren wir darauf. Und geben unsere Meinung dazu ab und posten das natürlich dann noch in den Chat und sowas alles. Ich denke, das ist ein ganz cooles Format und schauen uns das Ganze mal an. Weil Max und ich nehmen ja auch Videos auf und sowas alles. Und Max natürlich in einer noch höheren Qualität als ich. Und dann bin ich mal gespannt. Ich glaube, das ist ganz cool. Dann gibt es noch eine Sache zu erzählen, dass leider ein Projekt, welches seit der Angelmesse Duisburg geplant ist, leider geplatzt ist. Ja, will ich gar nicht weiter drauf eingehen. War ein kleiner Herzenswunsch von mir. Habe ich wahrscheinlich mich ein bisschen zu früh gefreut. Hat dann am Ende doch nicht mehr geklappt. Und ansonsten, gibt es sonst was Neues, Leute? Sonst fällt es mir erstmal nichts mehr ein. Na, guckt euch auf jeden Fall das Unboxing an von letzter Woche. Schaut euch noch den Brosif Talk an. Sehr, sehr spannend. Und wir sehen uns nächste Woche wieder, Leute. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich freue mich schon auf euch. In dem Sinne, Leute, lasst es euch gut gehen. Und falls ihr im Wasser seid, Nikes Petri, das Allerwichtigste, bleibt gesund. Denkt dran, Daumen nach oben und ein Abo da lassen. Und danke an alle Supporter. Ohne euch keine Angel News, wisst ihr auch. Bis dahin, euer Icy. Macht's gut. Ciao.